10% der Gesamtkörperbelastung wird im Kopf gefunden, im Kopfbereich. Die Aufnahme ins Gehirn erfolgt langsamer als in andere Organe, aber bleibt dort offensichtlich deutlich länger hängen, weil es auch eine höhere Affinität aufweist für Methylquecksilber. Und es wurde gezeigt, dass es im Hirn 3 bis 6 Mal höher als im Blut vorkommt. Es wird durch den Mutterkuchen, die Plazenta, transportiert und im Fetus abgelagert. Im Gleichgewicht kann das Gehirn ihres werdenden Kindes Methylquecksilber in derselben Konzentration enthalten wie das Gehirn der Mutter. Jedoch ist beim Menschen die Konzentration im Fetalen unter Umständen höher als im mütterlichen Blut. Also die Mutter entgiftet, wie es ja so oft auch schon heißt, aber meistens die Studie dazu nicht geliefert wird, hier haben Sie sie, über den Mutterkuchen in das Kind. Eine potenziell schwangere Frau, also eine Frau, die Geschlechtsverkehr hat, ohne zu verhüten, läuft Gefahr, dass sie, wenn sie sich darauf nicht vorbereitet hat, also verhält wie eine Schwangere, nämlich ausreichend Mikronährstoffe zu sich nimmt und nach Möglichkeit vorher sich entgiftet hat, vielleicht noch auf die Idee kommt, parallel irgendwelche Tattoos sich stechen zu lassen oder vielleicht auch noch mit Laser zerschießen zu lassen, macht natürlich etwas, was sich auf das Kind absolut negativ auswirkt und mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sie dann später ein Anführungsstriche Sorgenkind haben, also sich immer und immer wieder darum kümmern müssen, dass die Schwächen, die dadurch entstanden sind, durch einen deutlichen Mehraufwand versucht werden auszugleichen, damit das Kind als Erwachsener dann auch irgendwann für sich selber sorgen kann. Und es wird hier in den roten Blutkörperchen gebunden. Es hat auch was mit dem Hämoglobingehalt zu tun und damit letztendlich natürlich auch mit der Sauerstoffübertragung. Es wurde gezeigt, dass bei langfristiger Verabreichung dieses Methylquecksilber an Affen die zweiwertige Quecksilbermenge nur langsam ansteigt. Das anorganische Quecksilber reichert sich dann aber in den Astrozyten, also und Mikroglia, an. Das sind die, die im Grunde genommen als Immun- und Bauzellen im Gehirn eine Bedeutung haben und damit im Rahmen des Prozesses der Neurotoxizität weiter unten nochmal diskutiert werden. Ausgeschieden wird das Methylquecksilber über Galle und Nieren, deswegen wirklich auch die Kapseln bei der Chelattherapie, die die Rückresorption im Darm reduzieren und die tägliche Nettoausscheidungsrate von 1% der Körperlast resultiert in einer Halbwertszeit von etwa 70 Tagen. Das heißt, wenn nichts mehr dazu käme, hätten Sie in roundabout 20 Jahren diese Quecksilberlast wieder auf natürliche Art und Weise aus Ihrem Körper verloren. Da Sie aber jeden Tag irgendwas dazu kriegen, wird diese Rechnung niemals aufgehen. Und daher haben Sie über die Chelattherapie hier ein Instrument in der Hand, wo Sie aus dieser Nummer aussteigen können. So, chemisch, was haben wir hier? Hohe Affinität zu den Schwefelgruppen, also eine der wichtigsten Molekülgruppen aller unserer Enzyme überhaupt und auch der Disulfidbrücken, die eben für die Proteine notwendig sind für die dritte Dimension, wie ich es ja nun auch schon gerade erzählt hatte. Und hier sehen Sie die Wechselwirkung mit den Komplexbildnern. Komplexbildner sind die Chelatoren und da gibt es natürlich auch natürliche Chelatoren und die natürlichen sind die SH-Gruppen. Und diese hohe Affinität nutzt man auch, wenn man SH-haltige Chelatbildner nutzt. Und das ist in klinischen Anwendungen auch möglich. Sie müssen aber wasserlöslich sein, damit sie auch über den Urin rauskommen. Und es ist wichtig, dass der Urin basisch ist, weil bei leichten Säuren, also pH 5 zum Beispiel, würde selbst so ein Chelator sein Gift wieder freigeben können und dann würden Sie unter Umständen eine verstärkte Nierenschädigung nach sich ziehen. Daher ist es wichtig, dass Sie sowohl oral als auch intravenös eine solche Chelattherapie immer mit einem den Urin anbasenden Medikament kombinieren.
Und hier geht es um das DMPS, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, das 2,3-Dimercapto-1-Propansulfonsäure. Und es gibt natürlich auch weitere, wie das DMSA, also 2,3-Dimercapto-Bernsteinsäure. Es gibt das D-Penicillinamin, es gibt das Dimercaprol und es gibt natürlich auch das N-Acetylcystein. Und deswegen gebe ich eben sehr gern das N-Acetylcystein in Ergänzung zu diesen anderen schwefelhaltigen Aminosäuren, weil ich weiß, dass sich dieses Acetylcystein, der wichtige Baustein für die Glutathionbildung, verbrauchen wird. Kommen wir zum Selen, was ich eingangs sagte. Selen ist ein essentielles Spurenelement. Es kann die toxische Wirkung von Methylquecksilber abschwächen oder sogar verhindern. Es hat eine gute Bindungsaffinität, ist also 1 Million Mal höher als die Affinität für Schwefel in analogen Verbindungen. Und in einigen Studien wurde gezeigt, dass Selen bei Quecksilberverbindungen auch eine schützende Wirkung hat. Und die beruht darauf, dass es Quecksilber komplexiert, dass es antioxidativ wirkt, dass es für Glutationbildung notwendig ist, dass die Glutationperoxidase, die ich auch regelmäßig mitmesse, dadurch erhöht wird, die natürlich nur wirksam ist, wenn auch Glutation da ist, sonst kann man sich das von der Backe schmieren. Es wird in Selenoproteine eingebaut, deswegen ist es wichtig, dass man anorganisches Selen nimmt, nicht schon ein organisches, was in diese Selenoproteine eben nicht eingebaut wird. Und es gibt eine gesteigerte Demethylierung, also methyliertes Quecksilber wird damit entgiftet. Hohe Konzentrationen an Selenoproteinen befinden sich im Hippocampus, also in dem Seepferdchen unseres Gehirns, in dem auch sehr viel Kurzzeitgedächtnis abgelegt ist und was uns auch erklärt, warum es eben diese Demenz- und Konzentrations- und Erinnerungsproblematiken gibt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Vergiftungsepidemien, zum Beispiel in Minamata im Irak.